Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Spektrum bzw. um den Spektrum Analyzer und was ihr mit dem machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch mal los. So, hier habe ich schon mal einen Spektrum Analyzer geladen und habe auch gleichzeitig den Inspektor hier auf der Seite auf, weil nämlich ein paar Funktionen des Spektrum Analyzers oder des Spektrum verbergen sich nämlich hier. Und zwar kann man hier die Auflösung verändern. Das heißt, wenn ich einen Ton spiele, kann ich hier zum Beispiel die Auflösung auf Huge machen, auf Large ein bisschen gröber oder ganz groß auf Small. Dann sehe ich dann nur noch das hier. Je nachdem, was ich untersuchen möchte. Wenn ich zum Beispiel nach Obertönen gucken will, wäre vielleicht Resolution Huge ganz gut. Und ansonsten, wenn ich jetzt nur Frequenzbänder mir anschauen will, kann ich auch mit Small arbeiten. Meistens oder standardmäßig ist es auf Medium eingestellt. Manchmal ist es dann doch ganz gut, wenn man so in die Details reinguckt. Speed ist die Aktualisierungsgeschwindigkeit, wie schnell sich dieser Graph hier aktualisiert. Es geht eben von very fast, fast, medium, slow bis hin zu freeze. Hier kann ich mir stundenlang anschauen, wie so eine Wellenform ansieht, ohne dass ich den Ton die ganze Zeit drücke. So, dann gibt es hier den Tilt und der Tilt wird in der Hilfe beschrieben. Visual Boost per Successive Octave. Und jetzt weiß ich nicht, warum das gedacht ist, aber das sieht eher so aus, wenn ich hier von 0 bis 6 dB habe. Und ich gehe jetzt hier mal auf 0 und gehe dann mal langsam runter. Und dann sinkt auch die Wellenform ab. Das sieht eher aus, als wird da die Wellenform nicht geboostet, sondern reduziert. So dass ich eine bessere Auflösung von den mittigen Frequenzen haben, beziehungsweise von der Stärke der Frequenz. Standardmäßig ist auf 4,5 Dezibel pro Oktave eingestellt. So, die Frequenzskala ist hier von 20, 100 Hertz, 1 kHz und 10 kHz. Das heißt, das ist ja kein linearer Anstieg. Steht ja auch hier, ist logarithmisch und ich kann das Ganze auf linear einstellen. Dann sehe ich schon an der Wellenform, beziehungsweise sehe nicht mehr viel von der Wellenform. Das heißt, wenn ich die beurteilen will, schalte ich die lieber auf logarithmisch ein, weil der meiste Sound, der passiert irgendwo hier zwischen 50 und 2000, 4000 Hertz oder 5000 Hertz. Und ich kann die Range, also der Dezibel-Range hier noch verändern. Wenn ich die unteren oder die oberen Bereiche genauer angucken möchte. Und standardmäßig ist es zwischen minus 100 und 0 eingestellt. So, ich kann jetzt hier, sehe ich schon Input A und Input B. Zu Input B kommen wir gleich. Ich kann jetzt hier bei Input A nochmal die Darstellung der Wellenform hier ändern. Zwischen Lines, Dots, also Punkten, Strichen und gefüllten Flächen. Und ich habe noch den Input B, wo ich zum Beispiel hier so einen zweiten Track noch auswählen kann. Und sich hier erst aktivieren und dann zum Beispiel den hier auswählen. Ich stelle jetzt mal beides auf Mute. Und jetzt sehe ich, ich habe die jetzt auch entsprechend eingefärbt, sodass es hier mit den Farben auch übereinstimmt. A ist immer blau, B ist immer orange. Das habe ich jetzt in dem Fall so gemacht. Und jetzt sehe ich einfach, in welchen Frequenzbereichen das jeweilige Instrument hier spielt. Kann natürlich auch andere Darstellungsformen auswählen. Das hier Fill und das hier Blends zum Beispiel. Und dann sehe ich, wie sich die Frequenzen überschneiden und wo sie sich überschneiden. Und wo ich eventuell bei dem einen oder anderen Instrument was rausschneiden muss, wenn sie sich gegenseitig stören. So, und bei diesen Input A und Input B habe ich hier unten natürlich noch die verschiedenen Kanäle, einmal links, rechts mit einem Seitenkanal und bei der B-Quelle natürlich genau das gleiche, links, rechts, Mitte, Seite, kann ich mir getrennt anschauen, so zum Beispiel.
Mitte mir anschauen, dann sehe ich, okay, ich habe hier im Seitenkanal ist zum Beispiel nur der B-Kanal, dieser hier jetzt ziemlich vertreten und hier ist irgendwie kaum was in den Seiten drin. Also, so kann ich nochmal irgendwie schön gucken, wo sind die Frequenzen links, rechts, beziehungsweise generell und dann eben noch Mitte, Seite, wenn ich so ein bisschen Probleme habe, dass mir der Mix so ein bisschen zu matscht. Ja, das war's auch schon wieder. Das war mal wieder ein schnelles Tutorial zur Abwechslung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked das Video, abonniert den Kanal, teilt das Video weiter, erzählt von mir und ja, kommentiert unter das Video oder unter andere Videos. Vielleicht habt ihr auch noch so ein paar zusätzliche Tipps und Kniffe, wie ihr das Ganze benutzt oder was ihr vielleicht auch noch mal wissen wolltet, können wir zusammen versuchen rauszufinden. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.